Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen. Wir befinden uns in einem Bedrock-Gefängnis, das uns gebaut wurde, aus dem wir höchstpersönlich ausbrechen müssen. Mit dabei ist außerdem Sully Malinsky. Hallöchen! Also wir müssen hier raus, ne? Nach oben geht's schon mal nicht, nach unten, da überlebst du auch auf gar keinen Bottega Butzen. Aber ich sehe hier ein Fernglas und ich sehe hier eine Le Potion. Okay, dann lass erstmal das Fernglas schnappen. Okay, ich habe das Fernglas hier. Lass mich mal genau in die Augen gucken. Wo sind deine Augen hier? Du hast deine Augen weg, da! Okay, Lina. Gut. Und wir haben einen Wurftrank der Nachtsicht. Okay. Mhm. Den gebe ich uns erstmal. Das heißt, man muss hier irgendwie, weil man ist hier vielleicht unter dem, oder man muss vielleicht irgendwo ranzoomen. Warte mal. Sehe ich vielleicht mit dem Ding? Da ist auf jeden Fall ein Eingang, sehe ich. Der ist hier auf der Seite. Aber das bringt uns ja jetzt hier erstmal nicht weiter. Nach oben sehe ich auch nichts. Hm. Ist vielleicht unter dem Block was, Selina? Kannst du das sehen? Kann man das sehen? Wir bauen den einfach ab, Elina. Das war so nur 200 Dollar. Wir bauen den Bedrock ab, let's go. Nee, man sieht das nicht, ne? Kacke. Wofür ist dieses Fernrohr, Elina? Kann man damit ein MLG machen, wenn man so ranzoomt im letzten Moment? Nee, ne? Nee, ich glaube. Ah, warte, warte, Bottega-Butzen, ich sehe es. Das ist Pulverschnee. Ja, also, ja. Elina, das war ein Reinfall. Wo ist der Pulverschnee? Hier ist der Pulver. Das ist der Pulverheimer? Ja! Ja, ja, aber ich komme nicht raus. Wir müssen ihn abbauen. Oh. Ah, okay. Dafür war das Fernglas, um den Pulverschnee zu erkennen. Nice, wichtig. Step 1 haben wir schon mal geschafft. Nicht mit uns, wir sind Profis, Leute. Hier ist eine Werkbank. Eine Werkbank, okay, wir haben nichts. Wir können nichts. Eine Werkbutz. Eine Werkbutzen. Wir können nichts craften, außer das Fernglas. Aber damit kann man ja nichts bottegern. Hm. Müssen nee, wir vielleicht den ganzen nichts. Schnee abbauen? Ja, Schnee, ja. Stimmt, darunter könnte sich was verbergen. Aber wir haben ja keine Schaufel. Verputzen. Verputzen. Denkst du, hier drunter ist was? Nee. Scheiße. Hm. Wir haben... Ja, wir haben nix. Okay, das wird jetzt wird's kompliziert, Elina. Unter der Werkbank. Was machen wir? Ja, klug. Tatsächlich klug, Elina. Oh, du bist doch eine Bottega-Butz Prison Escaperin, ey. Warte mal, da ist, glaube ich, noch eine Kiste drunter. Oder eine Kiste. Können wir einfach abbauen. Dann können wir ja mal reingucken, was sich darunter versteckt. Nämlich nichts wusste ich. Gar nichts. Ach so. Nein, Ben, du kommst da nicht mehr raus. So. Werkbank. So. Wir können Gerüste jetzt nämlich craften. Nee, können wir nicht. Weil uns fehlt ein Faden. Wir müssen jetzt. Wir haben eine Enderperle. Wir müssen mit der Enderperle irgendwie an einen Faden kommen, denke ich. Vielleicht, wenn. Ich könnte mir. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Nee. Dass man mit der Enderperle hier wieder raus muss, weil man alles mitnehmen muss. Verstehst du? Weil ich habe eine Enderperle auch noch. Ich verstehe es, ja, ja. Hm. Irgendwas muss man safe mit der Enderperle machen. Ne, hochwerfen macht ja keinen Sinn. Okay, die Kiste ändert auch nichts an den Crafting-Rezepten. Bringt also so gesehen erstmal nichts. Na hier, na vielleicht durch eine Wand buggen oder so, aber macht ja eigentlich auch alles keinen Sinn, ne? Enderperle halt hier nach oben schmeißen, aber... Nach oben raus vielleicht, Elina? Ja, das hatte ich gedacht. Aber ich glaube, das schafft man nicht. Also eigentlich wird jetzt... Es wäre nur... Warte mal, kannst du mal versuchen, mich hier rauszuhauen? Nee, das geht wahrscheinlich nicht, oder? Probier mal. Dann können wir die nämlich mitnehmen. Hau mich, Elina, hau mich! Ich hau dich ja schon! Ja, okay, scheiß auf. Pass auf, das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen könnte, ne? Wäre, dass wir Leitern machen... Okay. Und damit diesen... Kennst du diesen Trick, womit sich Leute auf die auf den Nether teleportieren? Mhm, durch ja, Bedrock, kenn ich. Die du auch kenn so gelickt ich. Hast. Ja, das also das wäre das einzige Logische, was mir jetzt hier noch überall... Also, ja. Ne, weil ansonsten kann ich hier nichts machen. Auch. So, dann probiere ich das mal, Lina. Also, ich krieg das First Try hin. Safe. Ja! Ja, 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 ich bin so ein Minecraft-Profi. Ich habe da studiert, Lina, du bleibst jetzt zurück. Okay. Elina, du hast auch eine Enderperle verliehen bekommen. Zeig, was du kannst. Ich will einen First Tryer sehen. Richtig. Boah, fast in die Lava gerannt. Okay, wir haben hier Lava. Und die Eis. Die irgendwo hinfließt. Wir haben hier Eis. Hier fließt Eis auch irgendwo hin. Eis fließt. Und ein Bogen. Und ein Bogen. Und da ist sowas ganz Komisches an der Ecke. Ja, 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 ja. Das Wasser. Das Wasser, das tropft da raus. Okay, wir haben aber kein Pfeil. Müssen wir hier vielleicht das Eis? Ja, oder in der Lava schwimmen, aber das macht ja eigentlich auch keinen Sinn, ne? Löscht das ja eigentlich ein? Lass das mal kurz testen. Löschen diese Tropfen ein? Nee. Scheiße. Das hätte aber sein können, sei ehrlich. Nee.
Vielleicht müssen wir das Eis zum Schmelzen. Ah, warte mal. Vielleicht nehmen wir die Lava um. Ich habe ja noch Leitern, aber das. Also eine Leiter. Ich hätte, wir müssen da reinschwimmen, aber man ist ja instant tot. Ich schmelze es. Ja, man muss irgendwie die Lava hier lang fließen lassen, maybe. Oder? Aber wozu ist der Bogen? Ah, vielleicht durch die Lava mit einem Pfeil schießen. Und dann das erhitzen. Das macht doch Sinn, aber wie kriegen wir einen Pfeil? Wir haben nichts, was einen Pfeil irgendwie ansatzweise erstellt. Ist da unten... Ah, warte, eine Kiste könnte ich mir vorstellen. Ja, ich habe Minecraft studiert! Oh. Elina. Ja? Du musst nochmal sterben. Wir haben die Werkbank vergessen. Problem. Das fällt mir ein, du bist völlig umsonst gestorben. Wir brauchen die nicht mehr. Na toll, so, perfekt. Okay, jetzt muss ich ja aber auch hitten, Elina. Sniper Rifle Benson. War ein Hit, würde ich sagen. Oh. Aber klappt das? Kann man das so schmelzen? Oh. Der hat weder gebrannt, noch habe ich das Eis getroffen. Ich weiß nicht, ob das so zählt, Elina. Mann, jetzt fang doch an zu brennen, Kollege Butzen. Das war der First und der Last Try. Hä? Ah, ich darf hier nicht er darf nicht schnell genug durchfliegen. Das ist der Trick, Elina. Da, so. Denkst du, das funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Na warte, ich habe ja noch mehr bekommen. Ich habe hier Honigwaben und Feen. Kannst du mal die Werkbank platzieren? Ah, ich kann eine Kerze damit craften. Aha. Und die platziere ich jetzt da drauf, vermute ich mal, und zünde die jetzt an. Oh ja, boah, das ist... Grenze? Nein. Verdammt. Brennt sie, Portegabutz? Ja! Hä? Ah, doch. Ja, sie brennt, sie brennt. Ja, gut. Und die müsste jetzt das eigentlich schmelzen. Mhm. So, jetzt warten wir und dann haben wir Wasser. Und dann können wir da lang schwimmen. Und dann geht's irgendwo dahin, oder? Aber für was der Honig? Ach, das war für die Kerze. Ich kann mehr. Ich kann auch drei weitere Kerzen craften. Aber ich weiß nicht, die brauchen wir, denke ich, erstmal nicht. Ich lasse das hier erstmal. Oder ich muss hier so ein Dreierkerzending machen, damit das genug Energie. Ich auch gerade sagen. Damit das genug Energie bababutzt. Okay, dann ist das mal. Bababutzt. Ich kann sogar vier machen, aber stecken die sich nur zu dritt? Steckt sich dann noch eine? Ich glaube, es gehen vier. Oh ja. Boah, die burnt jetzt da richtig rein. Es hat. Okay. Kerzen nehmen wir mit. Und jetzt tauchen, Elina. Okay, warte, ich brauche Schwimmanimation. Ich auch. Mann, zu zweit sind wir zu fett, Elina. Ich wollte hier rein. Dann geh du vor. Los. Let's go. Easy. First try. Das war überhaupt nicht First try. War's gut. Hey, wieso komme ich denn nicht durch? Das war Second Try. Ich hab's auch auf Kamera sogar. Haben wir alles mitgenommen? Die Werkbank wieder, Elina. Oh, Mann. Du bist so ein paar Digger Butzen, wirklich. Diese Werkbank ist wichtig. Die muss uns unser Leben lang begleiten hier. Die Ressourcen sind knapp. Hier hast du doch schon genug. Hier braucht man noch einen Bogen, Ben. Ich hab einen Bogen. Und einen Pfeil. Nee, den Bogen habe ich in die Lava geschmissen. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ah, okay, stark. Einen Pfeil haben wir nicht. Doch, ich hab noch einen Pfeil. Da oben, siehst du das? Ah, ein Zielblock. Ja, Zielblock. Junge, Alter. Hier ist eine Lücke, Elina. Siehst du das da? Eine Lücke? Aber da geht's erst. Okay, ich schieß erstmal den. Aber ich kann nur einen Schuss. Ne? Wenn ich den nicht hätte, war es das, Elina. Dann war es das mit dem Bus. Aber warte. Okay, mach einfach. Ich kann den halt nicht wieder einsammeln dann, ne? Ja, kein Problem. Ja! Sniper Rifle Benson. Aber das ist nur Nachtsichttrank, Elina. Die sind nur zur Hilfe. Aber du hast doch dein Teleskop noch. Ja. Gerade so getroffen, sag ich, wie es ist. Ja, was soll ich jetzt damit machen? Ja, aber so wie gerade eben. Du hast ja gerade eben auch Nachtsicht gehabt und dann dein Teleskop und bum, bum, bum. Ja, aber diese Nachtsicht ist nur für Leute, die die Helligkeit nicht hochgestellt haben, damit die hier was sehen. Das bringt uns gar nicht. Elina, kannst du die Werkbank mal neben mich platzieren? Also hier, so ich draufspringen kann. Genau. Und jetzt mach mal die Leiter auch neben mich. Weil dann müsste ich sie doch kriegen, wenn ich sie abbaue, verstehst du? Oder mach sie eins über mich sogar. Ist noch cleverer. Ja, genau. Aha! Tada! Martin! Ciao, Elina. Hau rein. Was haben wir jetzt hier? Okay, hier ist auf jeden Fall Tränke. Wir haben drei Sand in einem Ofen. Ich erkläre dir, was wir sehen. Okay, wir sehen drei Sand in einem Ofen. Leer. So. Wir sehen Kessel. Unter dem Kessel ist Schwarzpulver. Habe ich direkt gefunden. Gar kein Problem. Dann haben wir einen Braustand mit einer Warze. So, das heißt, wir haben ein... Aber wir haben keinen Treibstoff. Wir bräuchten irgendwas Blaze-mäßiges noch. Dann können wir hier auf jeden Fall...
eine Potion machen. Die können wir erstmal nehmen. So. So, das sind unsere Materialien. Ne? Klar, Warze tun wir. Ne, wir haben ja auch gar. Warte, wir brauchen auch Glas. Ah, wir brauchen was zum Burn. Geht das hier? Ne. Wir brauchen was. Unseren Bogen vielleicht? Der burnt, ne? Aber dann fehlt uns immer noch der. Dann haben wir zwar. Dann können wir zwar Wasserflaschen machen, die können wir dann hier rein tun. Und wir können auch was burnen. Ach, der ist schon mit Treibstoff. Okay, nee, dann save den Bogen da rein, oder, Elina? Was sagst du? Rein da! Ja, weil wenn der weg ist, ist er weg, ne? Aber hilft ja nichts. Der muss rein, das passt schon, denke ich. Ja. Ja, ultra stark, Elina, stark. Krass, das hätte ich nie erwartet von mir. Aber vielleicht hätten wir den Bogen nicht verbrennen dürfen, Elina. Wir werden es später herausfinden. Das war eine Mauernummer. Das war, glaube ich, eine ohne Witz Mauernummer, ey. So, dann hoffen wir mal, dass ich Range zu der Werkbank habe. Ne, platzier mal einen höher, bitte. Die Werkbank Aroni. Kein Problem. Die Werkbank Macaroni. Die Werkbank putzen. Die Werkputzen. Nice. So, wir machen drei Flaschen. So, drei Bottles. Diese Bottles füllen wir jetzt mit Wasser. So, und die füllen wir jetzt hier rein. So. Jetzt wird daraus eine Le Potion gemacht. Glaube ich. Aber ist das so richtig? Wartet mal. Ich denke, ich muss die austauschen, oder? Ich sehe hier nur einen Trank der Feuerresistenz eigentlich, den man sich braten könnte. Braten. Aber ja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir damit sollen. Vielleicht zurück zu der Lava und dann nach oben schwimmen. Hm. Das könntest du doch haben, oder? Das kannst du haben, Benson. Aber wie kommen wir wieder überhaupt zurück zur Lava? Scheiße, gar nicht. So, jetzt haben wir einen seltsamen Trank. Jetzt machen wir den zum Feuer-Risi-Trank. Und dann haben wir davon drei Butzen. Ey, aber was wir damit anfangen können, das kann ich euch auch noch nicht beantworten, ehrlich gesagt. Vielleicht können wir das hier abbauen. Das wäre doch eine Idee, oder? Was ist denn da überhaupt drunter? Das ist eine Kiste, ne? Ach, ein Trichter. Nee, den können wir nicht so einfach abbauen. Hm. Vielleicht in den Trichter was reintun, so ein Trank? Das könnte es doch sein, oder? Ah, verdammt, geht nicht. Aber eine Idee wartet auf jeden Fall. Ich kann mir einen Magma-Block craften, Elina. Brauchen wir für irgendwas einen Magma-Block? Nicht, dass der blubbert ich dann doch so mit Wasser. Ja, aber na, können wir das wirklich gebrauchen? Hm. Das Ding ist, Elina, ich habe eine Vermutung, was wir vergessen haben, was wir falsch gemacht haben. Ja? Ja, du kannst doch den Wasserstrom da easy hier runterlenken und dann kommt man hier, kann man hier einfach hochschwimmen wieder. Ach so. Elina, wir brauchen jemanden, der sich opfert. Naja. Hey, hallo! Knastkampf oder was? Okay. Das Ding ist Difficulty Speedsoldier, wir werden nicht sterben. Gucken wir das genau an, den Kampf. Das ist der härteste Knast, den es je gab. Oh, einfach besser! Okay, sorry. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Jetzt baust du das nochmal ab. Und dann platzierst du das nochmal neu. Und dann haben wir einen klassischen Bodega-Butz-Wasserfall. Ich würde sagen, unten. Ah, ja, das. Du näherst dich, Elina, du näherst dich. Das ist, sieht ja schon haarscharf aus. Ja, wollo. Und wir können nach Obbe. Ab zum Lavastrom. Oh, ich muss niesen, Elina, schnell. Wir müssen ausbrechen, bevor ich niese. Oh, das ist diese schlechte Luft hier im Gefängnis, Elina. Keine Frischluft hier, ey. Keine. So. Bitte Trank der Feuerresistenz. Danke. Jetzt gehen wir hier nach oben oder unten? Ich schätze mal nach oben, oder? Ausbruch ist immer nach oben gegen Himmel. Ja. Das sieht gut aus. Elina, passen wir nicht beide durch. Durch. Ah, wo sind wir? Okay, das sieht gut aus. Okay. Congrats, you have escaped. Wir sind ausgebrochen, Elina. Wir müssen jetzt hier runterspringen. Jetzt müssen wir hier runterjumpen, oder wie? Ah, okay. Huh. Boah. Water MLG Aroni. Easy. Und wir sind ausgebrochen. Aus diesem fetten Bedrock. Klumpen da, Alter. Geil. Und hier ist jetzt unsere Belohnung, oder wie? Ach nee, das ist die Stadtlobby. Schade Schokolade. Noch was? Wir sollten lieber das Weite suchen. Hallo. Jetzt beginnt ja erst die wahre Flucht, Elina. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Abonniert den Kanal, um nicht zu verpassen. Na? Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.